Da kommt Stahl. Und das ist ein ganz großes Ding. Das 1:0, das ist ein Kunstwerk. Ein Märchen. Aus der Mitte entspringt ein Schuss. Tor des Jahres 2010. Es ist lange her. Und auch deshalb freut sich Michael Stahl, dass das Tor seines Lebens immer noch für Aufmerksamkeit sorgt. Zusammen mit Tochter Greta kehrt er zurück an den Ort, wo er durch ein Tor bundesweit bekannt wurde. Seine Tochter war damals noch gar nicht auf der Welt. Michael Stahl erinnert sich wie heute an das, was damals passiert ist. Ich müsste ungefähr von hier müsste ich gestartet sein. Dann Ramos legt sich den Ball in die Mitte. Ja, und dann gibt es nur eins. Dann gibt es mit voller Macht hin. Und ich war dann tatsächlich den Ticken früher am Ball und konnte dann dementsprechend dieses Tor erzielen. Es ist sein ganz persönlicher Schuss ins Glück. 61,5 Meter. Michael Stahl, ausgerechnet im DFB-Pokal, der Drittligist Koblenz gegen die großen Berliner. Da ist er gekommen, dieser eine Moment seiner Karriere. Tor des Monats. Es war eine verrückte Zeit, weil es war nicht greifbar für so einen jungen Kerl, da das Tor des Monats zu schießen. Das zu gewinnen, dann auf einmal Tor des Jahres. Ja, das war wirklich in der Tat nicht greifbar für die ersten Wochen und Monate. Der Trubel war riesig, doch Stahl blieb mit beiden Füßen auf dem Boden. Durch die Wahl steht er jetzt in einer Reihe mit Spielern wie Ibrahimovic, Podolski, Raoul oder Götze zum Tor des Jahrzehnts. Mario Götze, ich habe das Tor damals mit Gänsehaut erlebt, 2014. Das war ein Riesenmoment, als wir Weltmeister geworden sind. Ja, und dann taucht mein Name noch so mit auf. Ne? Ist schon cool. Die anderen kennt man alle. Dich hat man auch mal kennengelernt, aber jetzt so wieder. Beste, allerbeste? Der Papa. Fußball ist aber nicht mehr alles für den zweifachen Familienvater. Er spielt noch bei der TuS Koblenz, allerdings mittlerweile in der 5. Liga. Und Michael Stahl arbeitet auf der Vereinsgeschäftsstelle, nur im Moment nicht. Fußballverbot und Kurzarbeit auch für ihn wegen Corona. Nur die Bundesliga-Stars, die dürfen ab Samstag wieder ran. Dass der Fußball startet und die Kinder noch zu Hause bleiben müssen, ist schwer zu vermitteln. Und da glaube ich, das finde ich schon auch unfair, dass die Leute sich darüber aufregen, kann ich auch verstehen. Sein Fußballfokus liegt aber aktuell nicht auf der Bundesliga, sondern vielmehr auf dem Tor des Jahrzehnts. Jetzt, wo ich zur Auswahl Tor des Jahrzehnts stehe, begreife ich, dass das tatsächlich wirklich was ist, was für immer bleibt. Egal, was passiert, was bleibt, ist der Strahl von Michael Stahl. Vielleicht bald das Tor des Jahrzehnts.